Dechuka Sandala, meine Freunde, heute möchte ich euch mal was über das Herz von Azeroth erzählen. Das Herz von Azeroth wurde mit BFA eingeführt und soll sowas ähnliches wie die Artefaktwaffen aus Legion sein. Das hat Blizzard nach meiner Meinung aber glorreich verkackt, weil sich so gut wie jeder die Artefaktwaffen zurückwünscht und die Effekte der Azerith-Rüstungsteile manchmal völlig unbrauchbar für den derzeitigen Spec oder sogar die ganze Klasse sind. Doch wie kam es dazu? Wir erinnern uns zurück. Azeroth wurde durch den letzten Angriff von Sargeras schwer verletzt und jetzt ist es unsere Aufgabe, das Herz von Azeroth zu stärken, indem wir Quests für Magni Bronzebart, dem Sprecher von Azeroth, welcher ein bisschen zu viel Azerith geschnieft hat, abschließen. Nachdem er uns erzählt hat, dass er angeblich mit Azeroth reden kann, entscheiden wir uns mehr oder weniger freiwillig dafür, ihm zu helfen. Ab da müssen wir Azerith sammeln, welches teilweise verhärtetes goldblau schimmerndes Blut von Azeroth selbst ist. Ja, unser Planet blutet. Und wir tragen sein Herz um den Hals. Das ist nicht Psycho oder so, aber irgendwie schon ziemlich krasser Voodoo, wie ich finde. Was bringt uns denn das Herz von Azeroth eigentlich? Lohnt sich denn der Aufwand? Können wir uns nicht einfach einen ganz normalen Planeten suchen, welcher nicht alle paar Jahre von irgendeiner weltvernichtenden Katastrophe heimgesucht wird? Ha, natürlich nicht. Das Herz bringt die sogenannten Azerith-Traits für bestimmte Rüstungsteile und seit Patch 8.2 auch neue Fähigkeiten im Zusatzsatz. Die Blutpumpe von Azeroth kann durch einige Quests und das Sammeln von Artefakten noch verstärkt werden, wobei sich das GS erhöht, welches weitere Azerith-Traits-Slots freischaltet. Es gibt bis zu 5 Traits freizuschalten, welche alle andere Effekte und Fähigkeiten freischalten. Manche Slots verstärken Fähigkeiten, andere bringen Stats dazu und manche sind für den Heal-Spec, werden mir aber trotzdem im DD-Spec vorgeschlagen. Wie bereits erwähnt, hat Blizzard ab Patch 8.2 ein Upgrade für das Herz von Azeroth vorgesehen und hat die Herzschmiede ins Spiel eingebaut. Die Herzschmiede befindet sich bei Magni in Silithus und wir können mit ihrer Hilfe völlig neue Fähigkeiten für unsere Charaktere freischalten. Je nachdem wie hoch das Herz nun ist, können wir bis zu 3 weitere Fähigkeiten erlernen, wobei 2 davon passiv sind. Später im BFA wird der Storyverlauf um das Herz von Azeroth nur aber ein wenig düster. Weil Ashara es auf das Herz abgesehen hat und uns freundlicherweise in ihren Palast einlädt, nur um dann uns und das Herz von Azeroth dazu benutzen, um die Ketten des alten Gottes En-Zoth zu sprengen. Hashtag Fortsetzung folgt. Bis dahin haben wir gute Arbeit geleistet. Die Herzkammer repariert, Lernmonstrositäten vertrieben und Azerith... Azerith? Ja, Magni. Genau das. So, und das war schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Und ach ja, denkt immer daran. Ich kann Azerith in der Nähe spüren.